Und da sind wir wieder und das ist so schön. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Denn heute wollen wir diesen Typen nach hinten einfangen. Wir machen ihn jetzt richtig fertig und dann geht er zurück. Na gut, okay. Wir wollen nicht abdrehen. Splittergranate nehmen wir schon mal. Dann kann ich den vielleicht... erstmal damit. So, und dann wollen wir ihn erstmal zum Schlafen bringen. So, das haben wir schon mal. Und den Rest erledigt für uns die gute kleine, Dings. Die Drohne, der Tricopter, das super Gerät. Ja, nicht so meckern. Das passt schon. Alles gut, alles gut, alles gut. Nicht meckern, ihr Guten. Ihr seid die Bösen, nicht ich. Gut, wir gucken nur schnell, wo sich der scheiß Typ befindet. Und dann machen wir nochmal. Da durch. So, weil hier... läuft nämlich noch irgendwo so ein fett bepanzerter Typ rum. Und den müssen wir platt machen dann. Und ich glaube... er ist hier drin, ja, okay, okay, dann passt das. Gut, dann haben wir das schon mal soweit, dann rüsten... ach, ist ja blöd. Haben wir extra gemacht, ne? Wir sind ja nicht blöd. So, den hier werden wir jetzt erstmal fixieren. Gut, Hauptziel ist gesichert. Dann Splittergranate und die Leise. Gut, dann laufen wir jetzt einfach mal hier ganz arg durch und, ja, ich weiß nicht. Oh, wie geht's euch denn so? Ihm geht's ja hier gerade nicht so geil, sehe ich ja gerade. Er ist ein bisschen angeschlagen. Wie das aussieht. Warum macht er das? Bisschen angeschlagen. Oh. Ah. Ein bisschen angeschlagen, wie gesagt, ist er. Stehen die da, die Fässer? Das ist gut. Ich seh ihn. So soll's immer laufen. Dann schalten wir mal wieder um. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch geht's eigentlich ganz gut. Ja, ihm geht's, wie gesagt, nicht so gut. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Sonne scheint, wie gesagt, immer noch. Was leiten die da ab? Will ich da wirklich rein? Wenn die da irgend so ein Zeug ableiten? Besser nicht, oder? Gehen wir mal hier hin. Ich kann das Ventil, kann ich das abdrehen? Ne, kann ich nicht. Alter, irgendwelche Giftfässer. Unschön. Ich glaube, da gehe ich nicht rein. Schlechte Neuigkeiten, Sam. Eine Dekontaminierungsstation blockiert deinen Weg. Ich hab's geahnt. Ich hab es... Deine biometrischen Daten sehen nicht gerade gut aus. Warte nur auf den Befehl reinzugehen. Negativ. Du musst den Rückzug sichern. Sadiq ist wichtig, ich nicht. Wie war das mit dem Schocker? Nährungsmine.
Kontaktjogger. Heißer dämlich ist er doch. Mir geht's total beschissen. Puh! Ist ja. Ist ja richtig krass hier. Ich kann mich ja kaum noch halten. Boah, ihm geht's richtig beschissen. Ach, ist doch blöd. Bin ich denn jetzt eigentlich hin? Haben wir jetzt hier beim Tricopter, wenn ich den nehme, haben wir da irgendwas, dass der uns mal so ein bisschen beschützen kann? Okay, kann er nicht. Wir gucken uns wenigstens um. Die sind hin. Beziehungsweise Kontakt geschockt durchs Wasser. Hier hinten. Um mal einen Weg zu finden, um hier rauszukommen. Okay. Wir müssen einmal durchrennen. Komplett. Ja, ist ja gut. Komplett. Gut. Da kommen wir nicht raus. Da kommen wir auch nicht. Und gut, okay, dann machen wir das so. Dann machen wir einmal Run. Ihm geht's, wie gesagt, eh beschissen. Und jetzt muss er auch noch hier in diesem komischen. Und die Viecher da, Alter, die werden ja nicht angegriffen von dem Zeug, glaube ich. Den geht's ja nicht gut, beziehungsweise schlecht. Boah. Boah. Erhöhter Blutdruck, Tachypnoe, Tachykardie, Sam, alles spricht dafür, dass du mit Nervengas in Kontakt geraten bist. Ja, mir geht's gut. Tachykardie ist aber was ganz anderes. Das hat, glaube ich, irgendwas mit dem Herzen zu tun, irgendwelche. Naja. Boah, Alter. Ey, es wäre nett, wenn jetzt keiner mehr käme. Wir einfach hier rausspazieren. Hallo, schalt doch mal um, du Sau. Ach, kann ich jetzt nicht mehr. Gibt's nicht mehr, ja? Boah, ich. Ey, legen mich doch um, ey, wenn ich einfach hier so durchspaziere. Keine Waffen mehr, nix habe ich mehr. Ich kann doch nicht einfach jetzt hier durchlatschen. Und so tun, als wäre das geil. Boah, scheiße, jetzt dreht er sich um. Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, Sam. Du brauchst einen Arzt. Er reagiert nicht. Geh rein. Alter. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Die Säcke machen mich doch platt, wenn die mich sehen. Ich habe das Gefühl, das ist ihm irgendwie gerade scheißegal. Mir zwar nicht. Sam, hörst du mich? Miese Willkommensparty. Was habe ich befohlen? Ich dachte nur. Wird dir eine Lehre sein.
Nuri hat dich hergeführt. Dann hast du nur Freunde beim Geheimdienst. Gratuliere. Beantworte die Frage. Ergib dich. Vielleicht lasse ich dich leben. Wer bist du überhaupt? Amerikaner, so viel steht fest. Aber was ist das? Ein Karambit. Haben wir in Übersee trainiert? Spezialkommando. Aber du bist niemand, den meine Freunde kennen. Ein Mysterium. Wer bist du? Der Mann, der dich erledigen wird. Und warum? Weil ich über dem Gesetz stehe. Weil ich nur töte, wenn es notwendig ist. Aber dann bin ich doch nicht anders als du. Du ermordest unschuldige Zivilisten. Weil deine Präsidentin Männer wie dich in Länder schickt, wo ihr einfach nicht hingehört. Was zur Hölle? Wo ist dein Team? Das ist eine Makarov. Hast noch einen Schuss übrig, jagst du den auch in die Wand? Ganz sicher? Ich brauche nur einen. Knall ihn ab, Riggs. Negativ, Sam. Tu es! Erschieß ihn! Riggs, mach was! Sams Vitaldaten brechen ein. Hast dich verzählt. Geh, hol dir Sadiq. Ich befehle es! Sam braucht weit mehr als nur Atropin, wenn er überleben soll. Schaff ihn aufs Dach! So, ich hoffe doch, ich bin Sam. Alles okay? Verschwinden wir von hier. Scheiße, was sind das für Typen? Oh nein, es gibt's nicht. Es sind so viele für einen Frontalangriff. Ich lenke das Feuer auf mich, du flankierst sie. Wie, jetzt habe ich noch nur noch... Alter! Scheiße, sind die schnell! Okay, dann machen wir es jetzt halt einfach auf die altbewährte Art. Und zwar, was ist das? Uncool. Uncool. Ah, ich sehe. Sektor ist frei. Alles okay, Sam? Sam! Ja, wir hatten es doch gerade gesehen. Und er rennt einfach weiter. Was ist L für eine komische... Für einen Vollpfosten. Fast geschafft. Nur noch durch die Doppeltür. Sie versuchen uns vom Dach fernzuhalten. So ein Mist da. Dann kriegen sie jetzt halt eine volle... Bin geschützt in der Position.
Ja, Briggs, ist klar. Mach doch gar nichts am besten. Was? Wo? Was? Ich kann nichts erkennen. Wohin? Nein! Lass mich nicht allein. Befind dich, Sam. Meine Waffen. Gesichert. Bringt alles gesichert. Zum Arzt. Grim, Infrarotpeilsender aktiv. Hubschrauber unterwegs. Ja, jetzt hat er welche. Ja, ist klar. Hier ist dein Messer. Sam. Wir hätten es beenden können. Wir hatten Sadiq. Was hättest du getan? Ich hätte den Job erledigt, Briggs. Nichts ist wichtiger als das. Weder du noch ich. Gar nichts. Hände weg! Du bist raus. Das war deine letzte Mission. Ist ja jetzt gemein von ihm, ne? Er rettet ihm das Leben. Finde ich schon so ein bisschen gemein, ja? Er rettet ihn und dann sagt er auch noch, du bist raus, ne? Finde ich ein bisschen blöd. Aber, tja, weiß ich auch nicht. Gucken wir mal. Als Panther, 8x50, 400, Stealth Kills. Ich hatte aber ein paar. Hallo? Ja, ich wollte doch sagen, Mensch. Jetzt aber hier, joa. Gucken wir uns mal die schönen Hochrechnungen an hier. Finde ich, wie gesagt, trotzdem nicht. Finde ich nicht, fair. Von dem Herrn Fischer. Dem Sam Fischer. Finde ich echt nicht fair. Von ihm. Ghost, Panther, Sold und so weiter. Sieht aus, als sei die Überweisung da. 56.000, joa, das passt schon mal. Aber ich find's trotzdem nicht fair von ihm, dass er einfach raus ist. Er sagt einfach, du bist raus und ihr seid jetzt auch raus. Abspannen, haut rein. Tja, das war ganz schön knifflig, würde ich doch sagen, oder? Wir waren ganz schön mit dem Nervengas betäubt und anfangs haben wir noch den Tricopter noch benutzt. Der ist eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen, ne? Oder? Was denkt ihr dazu? Schreibt's mir einfach mal in die Kommentare. Zumindest waren wir ziemlich, ja, narkotisiert, würde ich mal sagen. Mal sehen, wie es uns jetzt demnächst so gehen wird, beziehungsweise ob wir vielleicht davon Schaden genommen haben. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was der Arzt dazu sagt. Was er sagen wird, kann ich euch auch noch nicht sagen. Aber ihr könnt es rausfinden. Schaltet ein. Deswegen, haut rein, guckt meine Let's Plays, was auch immer. Also, abonnieren nicht vergessen. Ciao.